wir haben den Au! Gefunden und Au! Wir haben schon auf ihn rumgenagt und dachten eigentlich. Darf ich jetzt wieder drauf rumnagen? Er leuchtet gar nicht. Ja, wir dürfen jetzt drauf rumnagen. Danu und Xar sind natürlich auch wieder da. Hi. Hi, Alpha Level 9 habe ich gesehen. Ja. Der, ich sag, der verbeißt sich jetzt um meinen Hintern, dass ich ihn nicht mehr erwisch. Doch. Doch, da ist er. Und. Nom nom nom. Wir hatten getötet? Moby Dick. Ist meiner. Oh. Deiner? Ja. Hat aber nichts dabei gehabt. Kam was raus? Ja, ich hab nein. Also warte ja. Mal. Nö, nee, gar nichts. Das ist ja, das hat sich ja gelohnt, aber ich habe 15 Level. Oh, warte, der hat auch ein Level. Stamina. So. So. Ja, kann man den Alpha lang suchen, wenn der nicht leuchtet? Ja, der hat ja nicht mal mehr geleuchtet. Wir sind hier rumgeschwommen, wollten den suchen im Offscreen. Ne? Dann kam natürlich Nebel, wir sehen's, ja. Ja. Und dann, dann war hier ein Hai und wir dachten, komm, kauen wir mal drauf rum. Und wir kauen zu dritt drauf rum und da passiert nichts. Und Xar sagt noch, der ist nur Level 9 und wir kauen drauf rum. Und wir kauen immer noch drauf rum und da dachte ich, ist vielleicht der Alpha? Und dann stellt mir fest, es ist der Alpha. Ah, und dann bin ich im Kreis geschwommen und bin Alpha hinter mir her. Ja, sowas, ne? Mhm. Ja. Ja, wir wollten schauen, ob die Plesios da unten respawned sind, oder? Mhm. Ja, genau, aber wir machen das. Bei Nebel ist da so ein bisschen. Hm. Ja, und, stimmt. Und ich habe im Offscreen, steht das ja, meine Taucherflasche geschont, indem ich im Offscreen für die Suche Infinite Sets angemacht habe, damit wir nicht, wenn wir jetzt hier eine Folge anmachen. Plötzlich keine Taucherflaschen mehr haben und dann der ganze Scheiß wieder anfängt. Wir wollen jetzt endlich mal Plesios finden. So, jetzt haben wir aber Infinite Sets wieder aus. Muss ja mal sein. Ja, ich meine, wir könnten auch abtauchen und es geht. Die Sicht ist jetzt nicht so dramatisch. Nein. Aber warte doch bitte auf uns. Du bist da etwas schneller. Ich hab nicht aufs Level, ich bin unschuldig. Weil du vor uns abgetaucht bist, deswegen. So, und der Kleine braucht doch immer wieder Pausen für Stamina. So, geht wieder. Die Koja schmeißt schon wieder Päckchen. Da mache ich mit. Ich mache jetzt auch mal hier ganz kurz Fisch. Und dann machen wir Drop All. Man das ist so eine gute Idee. Mit. Die Päckchenkanone. So. Du hast recht, alles an Fisch weg, weil man kriegt echt so viel. Oh, ich habe alles an Fisch rausgehaut. Der ist immer noch dreiviertel voll. Okay. Ja gut, wahrscheinlich Öl und sowas. Ne? Ach du Scheiße, 2, 4, 6, 8, 1000, über 1200 Öl. Okay. Ja, ich habe auch schon Öl weggeworfen die ganze Zeit. Da kriegt man so viel. Und wir brauchen so wenig. Das stimmt allerdings, warte, dann entsorge ich auch mal ein paar hundert. So. Siehe da, jetzt ist er nur noch halb voll. So, komm, Plesios, zeigt euch. Guck mal, jetzt ist auch der Nebel fast weg. Ja, es klart gerade auf. Schön. Hier unten kriegen die Basilos Schaden, muss man ein bisschen aufpassen, aber. Oh, da vorne ist ein erster Plesio. Mensch. Ich sehe ihn. Ah ja, 42. Da. 42 klingt gut. Klingt oder? Besser als. Kommt noch einer hinter. Da ist noch einer hinterher. Schaut mal, was es ist für ein Level. Moment. 65. Okay, aufsteigen. Gekauft. Wir nehmen sie nach oben. Beide, oder? Probieren wir beide? Weiß ich nicht. Wo sind sie denn da? Hinter mir. Hier ist jetzt der. Hier ist jetzt. Du musst noch höher. Ja, ja, ich bin unterwegs. Jetzt bin ich's los, oder? Ja, ich hatte sie jetzt. Ja, was soll ich noch? Ja, ja. Jetzt drehen sie ab. Also. Nehmen wir zuerst den 45. Der 42er ist der mit. Der rechte, der so weiter weg ist der 65er. Ja. Ja, dann machen wir den kleinen mal weg, ja. Ja, dann stützen wir uns mal auf den kleinen. Die haben sich jetzt gerade schön aufgeteilt. Mhm. Okay. Macht's hier mal, ich sag euch, falls der umdreht. Ich beiße ihn an und ziehe ihn noch ein bisschen weg Richtung Tor, okay? Ja, komm, wir fordern dann direkt hier weg. Das soll ja, sehr schnell weg. Nicht, dass der andere kommt. Na gut, Danu sagt Bescheid dann, ja? Ja, ja. Achtung, er kommt zu euch. Moment, ich versuche ihn abzufangen. Brauchst nicht abfangen, er ist weg. Gut. Den lass mal als Prime-Me nicht mehr da liegen. Der ist schon aufgefuttert. Auch gut. Gut.
dann müssen wir den jetzt nur noch beballern. Ja. Ach, das kriegen wir hin. Komm. Natürlich kriegen wir es hin. Oh, dann. So, Betäubungspfeiler. Das sieht auch ganz schick aus. Ja. Huch. Moment, meiner steht noch nicht auf. Passiv, glaube ich. Ach so, gute. Oh ja, meiner ist passiv. So, ich habe jetzt mal passiv gepfiffen, entsprechend müssten eigentlich alle. Und Achtung, wenn du im Wasser herumschwebst, sinkst du nach unten. Ich merk's! Nein, Basilio! Puh. Du musst noch nach höher, höher. Ja, ich muss noch nach höher. Nach höher, genau. Nach höher. Aber warte mal, ich habe da gerade eine Idee. Was denn? Doch viel leichter für euch, ich tank den mal mit meinem Basilio. Das ist egal, oder? Ja, Gott, ich schieß doch schon die ganze Zeit drauf. Eben. Ja? Ja, klar. Wie gesagt, das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist, dass man nicht tief runterkommt. Ja, aber so ist er schön fest. So könnt ihr besser treffen, oder? Oh, jetzt dreht er auch ab. Okay, er hat... Warte mal... 2800 von 7700 Turbo. Ja, ja, da ballern wir eine Weile drauf, ich weiß. Das ist normal. Einiges, ja. Deshalb dachte ich, ich tank ihn lieber an einer Stelle. Wo ist mein... Da oben, gut. Ich glaube, einfacher ist, wenn du auch mitballerst, damit... Ja, ich mach das ja schon, ich baller ja gerade mit. Komm mal, Silo, komm wieder ein bisschen hoch. 5000 Torpor. Ja, dann haben wir doch. Und er hat auch noch keinen Kratzer oder so. Ah, man schießt nur doch ein paar Mal vorbei. 5200, ja, ja. Kommt ein Wal, soll ich da wegfrühstücken? Ja. Aber wo Wal? Musst du wieder hoch wieder? Danke. Na komm her. Lass den Wal mal, wenn er tot ist, liegen. Xar. Wir haben Prime. Dass wir da einen Prime-Meat-Lieferanten haben. Also ich treffe ihn momentan wieder nicht. Ist er das hier unten, ja, ne? Ja, 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 jetzt habe ich ihn gerade wieder. Komm schon. Mobby, wo bist du? Da oben. Der hat sich da unten in die Felsspalte verkrochen. Ja, ich komm rüber. Ja, der ist im Fluchtmodus. Da drüben ist er ja okay. Da drüben ist er, wäre er super, ja? Ja. Okay, jetzt kommt er wieder. Ja, er flieht immer noch. Ja, er ist in Flucht. Schauen wir mal, Torpor. Sehe ich jetzt gerade nicht. Da liegt er doch perfekt. Wenn er da bleibt, ja. 6500 Torpor. Na, dann haben wir es ja bald. Ja. Langsamer. Ja, Moment. Warte, dann bleibe ich auf dem Fernglas. Ne, ich bin schon 7-4. Was? 7-7. 7-7, also steigt's noch? Ja. 7-5, ja. Warte noch, warte. 7-6. 7-6. Schlaft. Jetzt legt er. Ja. Perfekt, eine schöne Funktion von diesem Fernglas, ne? Mhm. Ja. Futterst du den Wal auf? Oder nee, soll ich hin? Ich hab noch im Inventar. Ach, hast noch. Okay, dann machen wir das erstmal rein und dann... Ich tue auch mal so ein bisschen normales Fleisch, oder hast du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, hab ich auch. Jetzt
So. Bin mal gespannt. Also ich behaupte ja fast, dass die Basilos besser sind als die Plesios. Dieser Plesio hier hat jetzt 3840 Leben. Ich meine, da kommt noch ein bisschen was drauf natürlich. Mhm. Müssen wir mal gucken, was der Damage macht. Weil mit meiner jetzt mit 300% Damage hat ungefähr 200 Schaden. Also meine, die Walpurga, die hat 195 Schaden oder sowas. Also die Plesios hauen echt gut rein. Also ja? Ich habe meinen damals eigentlich nur auf Stamina und Movement Speed geskillt, weil der Schaden so Monster war. Okay, also damit habe ich auf dem Server im Prinzip alles problemlos weggehauen. Selbst die Mosas waren eigentlich kein Problem. Okay, ja, ich lasse mich überraschen. Also ich stand jetzt, würde ich erstmal sagen, Basilos sind im Vorteil, weil die diese Regeneration halt haben. Ja gut, ich habe mal auf, wie gesagt, auf, also ich habe ihn eigentlich nur dazu benutzt, die Lootkisten zu sammeln. Deswegen hatte ich ihn auf Movement Speed und bin dann, keine Ahnung, in 10, 15 Minuten einmal außen rum gekommen. Ja gut, okay, was Movement betrifft, ist er dann natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, das stimmt. So schnell sind die Wale jetzt leider nicht. Okay, das Fleisch ist schon ziemlich gammelig. Ja, ja, ich gehe jetzt den Wal holen. Ich denke auch. Okay. Schau. Aber 65 ist ja mal. Das ist also, super. Puh. Richtig gut, ja. Ist es ein Weibchen? Und? Männchen. Okay. Müssen wir ein Weibchen noch suchen? Plesio-Babys. Oh, die sehen bestimmt auch süß aus. Oh, stimmt, ja. Oh Mann, bei unseren Einstellungen braucht er vielleicht gar keine Betäubung. Ja, hast du den Manta, den Wal schon gegessen? Ja, habe ich. Oh, okay. Und schon wieder Level Up. Das ist am Anfang so schön, das könnte doch bitte mal bleiben. Ja, echt schade. Ich meine, dieser Alpha Megalodon, der war schon deutlich größer, wenn man das jetzt mal so vergleicht. Ich habe hier gerade einen normalen. Daran hätte man erkennen können, aber dass der nicht geleuchtet hat, ist schon krass. Ja. Was ist denn hier los? Alles bei 50%. Aha. Ja, ich sage, bei unseren Einstellungen ist das gar kein Problem. Den kriegen wir dann auch Folge durch. Ich habe jetzt nur ein Problem, mein Scuba-Tank ist kaputt. Okay. Das heißt, ich bin jetzt mehr oder weniger an die Oberfläche gebunden. Wenn du zu mir kommst, ich habe noch einen über. Hast noch einen über? Wie machten ihr das? Naja, wir waren beide beim Schiff kurz. Achso, okay, ja, stimmt. Ich habe meine mit dem Schiff auch repariert. Bist du beim Plesio? Jojo. War das ein Nö oder ein Jo? Ein Ja. Bin ich. Okay. Sonst schwimmen wir ein bisschen hoch, gesehen, weil er muss ja oben bleiben. Da unten ist noch ein Plesio, Moment. Wo? Level 35, okay. Ach, wie soll's anders sein? Standard. Ja, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, wo ihr seid. Ich bin jetzt wildfressend durch die Gegend gelaufen, geschwommen. Ich kann ja mal den Luft ablassen, wo es blubbert, einfach tauchen gehen. 67%. Hier sind schon wieder drei Haie. Was ist denn hier los? Komm, hat mal keine Luft mehr. Kommen hier 1000 Viecher und Plesio und... Mhm. Siehst du Schadenszahlen, Xa? Nein, wir sehen gerade keine.
die Orientierung unter Wasser ist echt schwierig. Also wenn man ein bisschen öfter taucht, geht das sogar halbwegs. Glaube ich, sehe dich, oder ist es da nur? Das bin ich. Ich schau gerade, ob ich ihn sehe in der Nähe. Achso. In der Nähe bin ich nicht mehr. Ich bin ziemlich weit geschwommen. Na egal. Ist da was? Das schafft er auch ohne mich. Ich schwimme mal zurück ins Schiff. Das sollte ja eh gleich durch sein. Genau. Ich schwimme zurück zum Schiff. Das stand ja bei der Insel, oder? Stand ja. Am Ufer war es, oder? Am Ufer. Nee, bei der Insel, an der Buchtpfanne. Also doch nicht am Festland, sondern an der Insel. Genau. 85%. Da ist gleich fertig. Okay, also bei unseren Einstellungen braucht auch ein Plesio keine Betäubung. Tja. Huch, warum? Na gut, das war ja eh noch nie so die Narkotikvernichter. Ja, ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung, was Narkotiks betrifft. Also ja, ein bisschen haben sie auf niedrigeren Einstellungen gebraucht, aber... Sie waren, bevor diese ganzen extremen Taming-Fresser kommen sind, war er der Schlimmste. Echt? Ja. Hatte ich gar nicht so schlimm in Erinnerung, denn... Es kamen dann nur die ganzen Viecher, die ja das Torpor aufgefressen haben, wie nix. Dadurch ist er dann eigentlich ziemlich harmlos geworden. Ja, das war mal so eine Welle, wo irgendwie Studio Wildcat gedacht hat, hey, komm, das machen wir jetzt mal. Die Leute haben zu viele Narkotiks, genau. Ja. Was ja auch stimmt. Irgendwann hast du so viel, dass du nicht mehr weißt, wohin. Oh, er ist fertig. Dann noch einen schönen Namen. Ich glaube, in der Staffel 1 der Plesio hieß bis zum Schluss, also gut, okay, das war ein sehr schneller Schluss bei ihm, aber ich glaube, er hieß immer nur Plesio, ne? Also meiner? Meiner war die mutierte Schildkröte. Echt? Und wie hieß deiner dann? Müsste ich jetzt nachschauen, aber er hat einen Namen. Er hatte einen Namen, ja? Ja, ich dachte, wir hatten irgendwie einen Plesio, der immer Plesio gehießen hat. Nee. Er hatte einen Namen, das war sein Name. Er hat einen Namen. Dieser Name wurde Ihnen präsentiert von? Dies ist ein Name. Heit. Baust du schon den Sattel? Nö, brauche ich nicht. Aber kann ich gleich machen. Achso, nö, mach ich, weil ich hab's gerade gelernt. Achso, auch gut. Achso, Stamina. Weil der so nach Reit ist gefragt. Ja, ich mach die Tanks gerade wieder, also die Scubas. Achso. Meist eure auch dazu, wenn ihr da seid. Dann ratter ich die gerade durch. Ich finde das immer noch sehr irritierend, dass die Maschine keinen Mucks von sich gibt. Ja. Hallo du Hai, komm her. Herrlich. Jek. Jek. Wie sonst noch was? Nö. Oh Mann. Achso, nee. Ups. Fährst du dann wieder mit dem Schiff heim, Xa, oder wie machen wir's? Jo, kann ich machen. Dann nehmen wir die Viecher auf Follow. Ja. Das ist übrigens gemütlich, ne? Im Fischgehege? Im Gehege, ja, da dürfte es sehr kuschelig werden. Ja. Du, so ein Plesio ist gar kein Platzverschwender oder so, ne? Überhaupt nicht. Verschwender würde ich jetzt nicht sagen, aber er braucht halt einfach. Ja, doch. Um sich zu entfalten. Plesio steht da und ich bringe dir meine Stocherflaschen. Er macht sich halt mit Ellenbogen Flossen Platz. Genau. Ist ja der Plesio, lass mal auf ein Level schauen. Erstmal Level 97. 500 Leben, ja, nee, das bin ich. 4704 Leben hat er gekriegt. Hat Wahnsinns-Food-Wert. Ich fürchte fast, da hat er einen Roll drauf gekriegt. Stamina hat er fast keiner. Müssen wir mal gucken, wie viel er braucht. Stamina braucht er sehr viel. Also da würde ich auf jeden Fall drauf leveln.
Tanks sind wieder alle repariert. Er hat nur. Achso, das ist durchrepariert, okay. Gut. Ja. Ja, ich habe meinen schon wieder an. Zieh deinen am besten auch an. Wir müssen ja zurück schwimmen, wenn Xa fährt. Ja, ja. Welche willst denn du nehmen? Ich würde mal ein Plesion nehmen, weil ich selten auf einem drauf war und mal gucken will, auf was man ihn leveln muss. Und da müsste Xa den Sattel nochmal kurz draufschmeißen. Ja, macht er wahrscheinlich gerade schon. Bin ich gerade bei. Gut, ja. Nimmst du einen Heim mit, einen Ball mit? Ja, ja, ich fahre einen auf Follow. Jeder nimmt einen Wal auf Follow und dann kriegen wir das schon hin. Ich sehe allerdings gerade noch nicht drei Wale hier. Doch, doch, auf der anderen Seite ist er, genau. Aber dann nehme ich die zwei da herüben. Und du nimmst die den auf deiner Seite drüben. Ja, dann machen wir das. Hm? Oh, ja doch, der ist schnell. Ja. Ja, aber wie gesagt, schnell sind die, aber ich sammle das auch genauso schnell weg. Ja, das will ich auch mal gucken. Du musst halt bitte aufpassen, dass du den Wal nicht abhängst. Ja, das ist beeindruckend. Der hängt den Wal ja wirklich locker ab. Der ist extrem wendig, ja. Also, wenn du Plesio hast, den vielleicht noch ein bisschen auf Movement Speed levelst, dann schwimmst du echt allem davon. Und die Stamina reicht auch fast. Wie viel hat er? 320. Ja, ja. Aber ich merkst das mit dem Leben. Hörst du noch ein paar Mantas? Nee, der Basilo hat halt das Wahnsinnsleben. Ja. Durch die, zum einen ohnehin schon von Haus aus und dann noch die Regeneration. Und jetzt hatte ich gerade mal so ein paar Mantas hier und bin nur noch auf 3300 von 4700 Leben. Also da müssen wir was draufgeben. Ja. Sehe ich dringender Bedarf als beim Stamina gerade. Und Damage war jetzt auch nicht so hoch. Da hat er 90 nur gemacht. Nein, aber das Schöne ist ja dann rundum Flächen. Der hat da irrsinnig großen Flächenschaden. Also wir müssen einiges. Gut, der Basilo hatte, als er frisch war, auch nur 90 Schaden gemacht. Also der hat ja dann jetzt 300% dadurch. Du, wenn du den. Mal gucken, aber Plesios haben einen recht hohen Grundschadenswert. Mhm. Okay. Wenn du den mal ordentlich gelevelt hast, dann haltet der auch deutlich mehr aus. Aber momentan solltest du vorsichtig sein. Ja. Also ich meine, gegen Ende hatte mein Plesio dann, glaube ich, 8000 Leben, 1000 Stamina und, glaube ich, 200 oder 300 Melee Damage. Mhm. Ja, Stamina mit Mana. Ein bisschen wäre ich gleich da. Aber gut, ich habe ja, wie gesagt, hauptsächlich nur die Lootkiste mitgeholt. Mhm. Oh, Plesio. Hauptsächlich über Geschwindigkeit. Ich habe 35, okay. Dann mach mal. Kannst fressen. Den nur nicht. Beim Torbogen. Nach vorne sehen, ja. Ich sehe allerdings den zweiten nicht. Das sind eigentlich immer zu zweit. Ah, der zweite kommt. Kann aber jetzt nicht sagen, welches Level. Jetzt müssen wir drauf. Ah, ihr auch nur 35, gut. Beide schon tot? Ja. Habe ich jetzt gar nicht mitgewirkt, richtig? Da ist schon ein Scheinchen ausgewichst. Gut, dann machen wir uns zurück. Also mit dem Leben ist echt heftig. Der hat jetzt nur noch halbes Leben. Mhm. Da müssen wir aufpassen. Wir brauchen Heilschweine unter Wasser. Nein, bitte wünsch dir sowas nicht. Kommt vielleicht nach. Komm, wir bauen unser ein Heilschwein bauen wir auf Oxygen aus. Aber ja, okay. Mach mal. Wer macht ihm dann die Schwimmflossen noch dran? Koja. Ach, die sind doch schnell genug. Mhm. Schnorchel haben sie auch. Im Grunde genommen brauchen sie keinen Oxygen, weißt du? Halten einfach einen Rüssel oben raus. Integrierter Schnorchel. Sag, wolltest du nicht irgendwann für deinen Stego aus der Staffel 1 auch mal einen Schnorchel bauen? Für den Stego, ja, den ich ertränkt. Für den, ja genau, für den Ertränkten, für den ich dann, glaube ich, 2 Stunden lang bei einem anderen Stego gestanden habe. Damals noch, bei was hatten wir Taming 1.0, gell? Wenig. 1.0 oder 1.5 irgendwie so. Ja, 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 es war sehr wenig. Die Nadel, die erste Nadel. Ja, ja.
Ja gut, die stand halt im Wasser, knöcheltief und ist drin ertrunken. Das ist halt ein bisschen, die haben halt nur walnussgroße Hirne gehabt, die Stegos. Es ist halt, willst du machen? Ja. Du ziehst da übrigens eine Traube von Itchis hinter dir. Ja, das habe ich eben auch gerade schon getan. Die sind sehr... anhänglich. Ach, nimm die alle mit, die können wir doch themen, hm? Ja, genau, einfach alle. Wir machen so ein Sträußchen an Itchis. Grelle hat uns was mitzuteilen. Was? Ja, er ist schwanger und möchte gleich Beinchen legen. Ach, Kralle. Ja. Warum habe ich eigentlich einen Mobbing auf, oder ist das richtig? Ja. Okay, du hast den anderen. Ja. Nachdem du den wolltest, habe ich da den Wal, der bei ihm war, gegeben. Okay. Bei extra umsortieren war es doof. Lass du gleich offen? Achso, du kommst gerade drauf, dass du mit dem Plesio gar nicht durchkommst, gell? Kann das sein? Ja. Weißt du, welches Tor du brauchst? Ja, ich fürchte. Gut, dann brauchst du ja nicht sagen, dass du wirklich das ganz Große brauchst. Ja, ich fürchte. Okay, Mobby, pass mal auf. Ja. Danu? Ja? Ja, cool, ja. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, mein Plesio war komplett aus dem Wasser, weil der Wal unten drunter gebackt war. Das macht nichts. Warte, ich hol mal einen Mobby. Okay, du holst dir einen Mobby, gut. Ja. Wir brauchen ein Tor. Wir brauchen ein neues Gehege. Wir brauchen... Ich mach den jetzt erstmal. 26 Minuten, gell? Ja, ich weiß. Wir machen das in der nächsten Folge. Das Ding ist, der kommt nicht mal mehr... Das ist nicht nur das Tor, der kommt Nein, nicht mal die mehr Höhe auch. Tiefe. Ja, der kommt hier nicht... Autsch, wir haben Probleme. So viel zum Thema. Mal eben schnell einen Plesio zähmen. Genau. Na, hier ging es eventuell. Hier ging es eventuell rein. Ja, gezähmt ist er. Mhm. Gezähmt ging das mal eben schnell, aber... Mhm. Wir kriegen den da irgendwie rein und dann machen wir erstmal die Mauer zu. So wird's wohl erstmal enden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir ein Plesio-Gehege bauen. Dann werden wir hier wahrscheinlich unser Unterwassergehege mal verdoppeln, ja. Die Wale sind doch so schön platzsparend. Die Wale schon! Die schon, ja. Praktisch. Naja. Ja. Wo ist Kuria mit seinem Plesio? Ich brauche noch ein Foto. Ach, da hinten ist der Kuria mit seinem. Foto. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.